Heute sprechen wir über Multimillionen-Dollar-Trades in Nvidia, über eine Insiderin, die die beste Traderin der letzten Jahre ist und über eine Strategie, die wahrscheinlich die allermeisten Optionshändler noch nie gemacht haben, aber die gerade in 2024 super, super lukrativ sein kann. Und wenn dich das jetzt alles interessiert, dranbleiben. Heute in diesem Video geht es hier um die Nvidia-Aktie und hier ist etwas passiert in den letzten Wochen, was total spannend ist und was wir hier auf diesem Kanal bei Optionsstrategien natürlich mal ein bisschen näher beleuchten müssen. Kommen wir aber erstmal zu der Händlerin, über die wir heute sprechen wollen, die eigentlich gar keine Händlerin ist, sondern es ist diese Frau hier. Und zwar, das ist Nancy Pelosi. So, wenn ihr noch nie Nancy Pelosi diesen Namen gehört habt, das ist überhaupt nicht schlimm. Nancy Pelosi ist 1940 geboren und sie ist eine Berufspolitikerin. Das heißt, sie sitzt seit 1987 im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten für die Demokraten. Das heißt, sie ist also eine, sie kommt aus der Partei von Joe Biden. Und sie war bis zum Ende des Jahres 2023 sogar Sprecherin des Repräsentantenhauses, also eine unglaublich einflussreiche und mächtige Politikerin in den USA. Und wer jemals auf Netflix diese Politikserie gesehen hat, ich meine natürlich House of Cards, ich glaube, alles, was da drin beschrieben ist, trifft auf Nancy Pelosi zu. So, Nancy Pelosi hat irgendwie ein Jahreseinkommen von 250.000 Dollar und ist ungefähr 80 Millionen schwer. So, das musst du mir mal erklären, wie du das machst. Und das machst du richtig mit sehr, sehr guten Trades, mit sehr, sehr guten Investments. Und tatsächlich ist es so, in den USA dürfen Abgeordnete Trades machen. Also Abgeordneten ist erlaubt, sowohl im Kongress als auch im Repräsentantenhaus, die dürfen an der Börse traden und mittlerweile gibt es sogar einige Webseiten, die das tracken, weil man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass diese Politiker unglaublich gut an der Börse sind. Warum sind die so unglaublich gut? Haben die so viel Wissen? Waren die bei uns in der Academy? Nein, leider nicht. Sondern was die haben natürlich wahnsinnig viel Insiderwissen und die nutzen das schamlos aus. Ne? Also wenn wir hier in Deutschland manchmal sagen, da werden schamlos Geschäfte gemacht von Politikern, das ist Katzendreck gegen das, was die Amerikaner da abdrücken. Und Nancy Pelosi ist quasi the GOAT. Also die ist die allergrößte, sie ist die allerbeste, was sie da mit ihrem Mann gemeinsam für Dinge dreht. Und man kann das aber eben alles nachvollziehen. Und spannend ist eben hier dieser letzte Trade in Nvidia. Denn Nancy Pelosi ist in den letzten Monaten immer mal wieder aufgefallen, dass sie Trades gemacht hat in dieser Aktie. Sie besitzt mit ihrem Mann etliche tausend Nvidia-Aktien. Und könnt ihr euch vorstellen, ne, allein bei dieser Wertsteigerung, wo da der Gewinn herkommt, den sie hat oder das Vermögen. Und sie hat diese Aktien immer mal zu sehr, sagen wir mal, durchaus guten Zeitpunkten gekauft. Ne? Also beispielsweise ganz kurz bevor der Kongress ein Gesetz verabschiedet hat, was Nvidia unterstützt, weil man gesagt hat, hey, wir wollen, dass ihr mehr nach Amerika verkauft und deswegen bekommt ihr mehr Aufträge und so weiter und so fort. Also da gab es schon sehr, sehr viele Sachen, wofür du und ich alle ins Gefängnis gehen würden, nämlich Stichwort Insiderhandel. Aber Politiker sind ja von sowas frei und da sind sie überall auf der Welt gleich. So, und zuletzt hat sie einen sehr, sehr coolen Trade gemacht. Über den wurde dann auch viel auf Twitter diskutiert und die meisten haben ihn nicht verstanden und deswegen wollen wir ihn hier mal ein ganz klein wenig aufdröseln. Also, was hat sie gemacht? Sie hat am 20. Dezember 2023, also ganz kurz vor Weihnachten, ne, klar, guckt keiner so genau hin, hat sie Nvidia gehandelt. Und zwar, sie hat Call-Optionen gekauft. Also, sie ist Long Calls. So, und bevor wir eingehen, was das für Calls sind, sie hat insgesamt, das ist ganz wichtig, 5 Millionen US-Dollar investiert in diese Calls. So, das heißt, 5 Millionen US-Dollar hat sie genommen und gesagt, hier, das gebe ich jetzt hin und sie hat diese entsprechenden Calls gekauft. So, was waren das für Calls? Also, es waren natürlich Calls hier auf Nvidia und diese Calls hatten folgende Ausstattung, nämlich, das waren sogenannte Leap-Optionen. Leaps. Was heißt Leaps? Im Grunde ganz simpel übersetzt heißt das, das sind langfristig laufende Optionen. Ihr wisst, im Aktienoptionshandel gibt es ja Optionen, die teilweise mehrere Jahre laufen können. Und wenn die dann in der Regel länger als ein Jahr laufen oder ein Jahr, nennt man die Leaps-Optionen. Und bei ihr liefen diese Optionen tatsächlich bis zum 20.12.
24, also genau ein Jahr. Und das waren die Optionen, die sie also gekauft hat. So, und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Jetzt werden alle, die hier neu auf diesem Kanal sind, das vielleicht sagen, ich verstehe dieses Wort nicht, alle Optionshändler verstehen es. Ich erkläre euch aber gleich ganz kurz noch, was ist. Und zwar, sie hat sogenannte Deep ITM-Optionen gekauft. Also das heißt, ITM, in the money, im Geld liegende Optionen mit einem Strike von 120. Jetzt kann man sagen, okay, Strike 120, was ist daran das Besondere? Naja, das Besondere war, dass an dem Tag, als sie das gekauft hat, die Nvidia-Aktie bei ca. 490 stand. So, und jetzt gehen wir ein bisschen ins Optionstechnische rein. Jetzt für alle, die neu hier auf diesem Kanal sind, die mit Optionen noch nicht so viel zu tun haben, wenn euch das jetzt ein bisschen komisch vorkommt, kein Problem, anschauen, zurückspulen, nochmal anschauen, dann werdet ihr es verstehen. Okay, also, schauen wir uns das Ganze an. Die Aktie kostet 490 US-Dollar. So, eine Option berechtigt dich zum Kauf von 100 Aktien und sie kauft jetzt mit einem Strike Call-Optionen. Call-Optionen sind Kaufoptionen mit einem Strike von 120. So, jetzt, wenn du Optionen kaufst, hast du ein Recht, nämlich Optionen oder das Underlying, in dem Fall die Aktie, zu kaufen und zwar zum Strike-Preis. Das heißt, sie hat das Recht, Nvidia für 120 zu kaufen und zwar für jede Option, die sie erworben hat, 100 Stück. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist ja super, ich will auch Nvidia für 120 kaufen. Ne? Stopp, stopp. Sie muss natürlich dafür einen recht hohen Preis bezahlen. Und zwar haben diese Optionen zu dem Tag, als sie gekauft hat, im Schnitt 380 US-Dollar gekostet. Das heißt also, jeder, der jetzt optionstechnisch drin ist, rechnet mal zusammen. Was hat sie am Ende dann bezahlt? Sie kann also diese Optionen kaufen die Aktien für 120 Dollar. Da müssen wir aber noch die 380 Dollar für die Option mit dazu rechnen. Das heißt, im Endeffekt hat sie 500 Dollar bezahlt. Sie hat 500 Dollar bezahlt und damit 10 Dollar mehr, als die Aktie am selben Tag gekostet hat. Okay, warum macht man sowas? Warum zahlt man mehr Geld, als wenn man die Aktien doch gleich kaufen könnte? Und jeder, der nicht so tief im Thema drin ist, der würde sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, mehr zu bezahlen als das. Es macht aber schon ein bisschen Sinn, wenn man mal ein bisschen längerfristig denkt. Okay? Sie hat, nochmal hier, das habe ich euch hier an der ersten Seite gezeigt, sie hat für 5 Millionen US-Dollar hat sie jetzt Aktien gekauft. Sorry, Optionen gekauft. So, jetzt können wir uns das mal ausrechnen, weil das ist nämlich schon mal einer der springenden Punkte. Und da gehen wir einfach mal auf eine neue Seite. Also, 5 Mio. investiert einmal in die Aktie und einmal in die Option. So, was bedeutet denn das? Die Aktie hat gekostet, Preis, 490 Dollar pro Stück. So, und damit hättest du circa, ich habe es mal ein bisschen gerundet, hättest du circa 10.200 Aktien von Nvidia kaufen können. Okay. So, wenn sie jetzt diese Option gekauft hat, ne, sie hat ja diese Option gekauft, Preis 380 Dollar, so, dann kann sie natürlich entsprechend mehr kaufen, nämlich circa 131 Optionen, die am Ende, ne, wenn man das dann ausrechnet, was sie, das sogenannte Bezugsrecht, was sie dann hat, was ihr die Gelegenheit gibt, am Ende 50 Aktien zu kaufen. Machen wir es mal ein bisschen rund, sagen wir 13.000 gegenüber 10.000. Das heißt, sie hat mit den 5 Millionen Dollar, die sie aufgewandt hat, schon mal rund 3 am Ende, in einem Jahr hat sie das Recht, jederzeit das Recht, aber in einem Jahr aller spätestens, hat sie hier mal schon auf der Seite mal ganz entspannt 3.000 Aktien mehr. Das sind mal schlappe 30%. Okay? Statt 10.000 Aktien hast du 13.000 Aktien. Das ist schon ein riesengroßer Unterschied auf der Gewinnerseite. So, weil, jetzt rechnen wir uns mal was ganz Einfaches aus, nämlich wir sagen, im Jahr 2024 würden diese Aktien
auf 550 US-Dollar steigen. Okay? Würden also 550 US-Dollar steigen. Und jetzt rechnen wir gar nicht aus, was man da verdient hat, sondern was wäre dann eigentlich der Wert. Und da können wir hier wieder sagen, okay, dann haben wir hier die Aktie. Okay, 10.200 Aktien haben wir gesagt, macht aus 5,6, ich runde es jetzt mal ab, circa 5,6 Millionen US-Dollar. So, also wir schmeißen heute mal große Zahlen in den Raum. Das heißt, was sie dann hat, sie hat circa 5,6 Millionen Dollar Wert. Sie hat 5 Millionen investiert, die Aktie ist ungefähr 10% gestiegen und sie hat dann 5,6 Millionen. Okay, ne? Also guter Gewinn. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Dasselbe passiert jetzt auch hier wieder. Aktie geht auf 550 US-Dollar. Jetzt hat sie aber hier die Option und jetzt wissen wir, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, sie hat jetzt ein Anrecht auf 13.150 Aktien. 13.150, wir runden es auch mal hier wieder ein bisschen ab, okay, dass wir mit runden Zahlen arbeiten. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt ganz einfach, dass sie jetzt, wenn nur dieses Kursziel hier eintritt, dann für ihre 13.000 noch was Aktien, ca. 7,232 Millionen Dollar hat. So, das heißt also, wenn diese Aktie nur 10% steigt auf 550, und übrigens, es gibt Kursziele von amerikanischen Brokern, die sagen 700 Dollar. Okay, 700. Wir sind jetzt aktuell, als ich das Video aufnehme, bei 520 etwa. Ne? Aber wir gehen nur mal von diesen 10% ungefähr aus. So, dann hat sie schon mal schlappe 1,6 Millionen Dollar mehr mit demselben Geld. Das nennt sich Hebel. Okay, das nennt sich Hebel. Und das ist halt etwas, was Optionen so unglaublich spannend macht. Und viele denken immer, man kann mit Optionen nur Geld verdienen, wenn man kurzfristige Optionen kauft, ne? Diese ganzen Null- oder Zero-Day-Expiry-Options und so, oder dass man irgendwie weit aus dem Geld liegende Optionen kauft und das ganze Zeug. Nein, musst du nicht. Du musst bloß einen langfristigen Plan haben. Und eins hat sie uns voraus, das muss man jetzt einfach sagen, die weiß natürlich viel mehr Dinge als wir, weil sie ein Insiderwissen hat und weil sie das auch schamlos ausnutzen wird. Der Trade, den sie gemacht hat, der ist jetzt ungefähr, wenn wir das hier aufnehmen, knapp 3 Wochen alt. Und weil die Aktien jetzt schon auf 520 Dollar hochgeschossen sind, liegt sie aktuell mit ihrer Position 2 Millionen Dollar im Plus. Ja? Das heißt, die könnte jetzt sofort verkaufen und würde schon 2 Millionen Dollar gut machen. Ob sie es macht, wir werden sehen, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall eine mega tolle Idee, die sie hat, wenn auf der Gewinnerseite. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist denn, wenn die Aktien fallen? Ne? Hast du vollkommen recht. Wenn die Aktien fallen, dann verliert sie natürlich auch Geld, aber das würdest du ja genauso verlieren, wenn du die Aktien kaufst. Also das heißt, das macht gar keinen allzu großen Unterschied aus. Und jeder von euch, der es mal ausrechnen möchte, der weiß ja, was sie ungefähr an inneren Wert bezahlt hat. Ne? Also die Aktie war bei 490, sie hat 380 bezahlt, sie hat einen 120er Strike, können wir mal ganz schnell ausrechnen. Ne? Also jetzt mal jetzt wird es ein bisschen für die Optionsfreunde unter euch. Ne? Also Aktie ist 490, so, Option ist bei 380, Strike ist bei 120. So, jetzt müssen wir bloß eins machen. Jetzt rechnen wir das einfach zusammen, nämlich wie viel innerer Wert ist dann da, ne? Von 120 auf 490. Da kommen wir hier auf 370. So, das heißt, sie hat 380 bezahlt. Sie hat gerade mal 10 Dollar inneren Wert pro Aktie bezahlt. Ne? Sorry, nicht inneren Wert, sondern Zeitwert. Natürlich, Zeitwert. So, das heißt, es ist nichts, was sie da bezahlt hat für mehr Geld. Also sie hat quasi ein paar Prozent mehr ausgegeben, um diesen Zeitwert zu erwerben, hat aber das Potenzial, viel, viel mehr Geld zu bekommen. So. Und das ist ein sogenannter asymmetrischer Trade. Sie weiß ganz genau, was sie verlieren kann. Sie weiß ganz genau, oder ihre Berater oder wer auch immer das da so macht, ne? Sie weiß also ganz genau, was sie verlieren kann. Und sie hat natürlich auch noch den Vorteil, dass sie jetzt auch vieles mal aussitzen kann, weil sie hat ein Jahr Zeit. Sie hat ein Jahr Zeit und kann also dann auch, wenn die Aktie zurückgeht, immer noch sagen, hey, ich lass mir halt einfach 13.000 Aktien sehr, sehr günstig ins Depot buchen. Das hat auch noch steuerliche Gründe in den USA und so weiter und so fort. Aber was wir hier dran schon sehen,
dass Optionen einfach ein super, super spannendes Thema sind. Und wir sind überzeugt davon, dass gerade diese Idee, und da mache ich euch nochmal ein extra Blatt hier dazu auf, dass gerade diese Idee, nämlich, dass man sagt, wir haben hier einen Aktienmarkt. So, und wir erwarten ja alle, dass es so ist. Wir wissen es aber nicht. Ne? Der kann genau so hier gehen. So. Und wir glauben, dass 2024 ein super volatiles Jahr wird. Und deswegen gibt es so Strategien mit In-the-Money-Optionen, die ein bisschen tricky sind bei der Umsetzung, ne? Aber das geht. Aber wenn man die macht, und dazu zählen wir zum Beispiel In-the-Money-Bull-Call-Spreads, so, oder eben auch, was sie gemacht hat, dass sie einfach sagt, Long Calls, aber eben ETM, so, ETM, dass das in 2024 hervorragende Strategien sein werden und dass man damit eine Menge Geld wird verdienen können, weil wir eben damit rechnen müssen, dass es nicht wie an der Schnur gezogen nach oben geht, sondern weil wir gerade ab Sommer im Hinblick dann auf die US-Wahlen, die da kommen und mit allem Möglichen, was in dieser Welt noch passiert, wahrscheinlich ein bisschen mehr Volatilität haben werden. Und da werden wir mit In-the-Money-Optionsstrategien wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld verdienen können bei einem gut einschätzbaren Risiko. Das muss man immer sagen. Geld verdienen ist das eine, man muss immer das Risiko mitsehen. Und was hier Nancy Pelosi gemacht hat, das sollten wir jetzt, da können wir jetzt zwei Dinge daraus lernen, nämlich, oder wir können zwei Dinge darüber jetzt denken, nämlich einmal, Politiker sind alle gierig und korrupt und sonst irgendwas. Das könnte man jetzt denken und das überlasse ich jetzt euch. Aber man könnte auch sagen, warum macht die denn das? Also was kann ich daraus lernen? Und das ist immer der Punkt. Bin ich jemand, der irgendwas kritisiert oder sage ich, hey, an sich eine super schlaue Idee, lass mich das mal anschauen. Okay, that's it. Das war's für heute. Für alle, die hier neu waren und die noch nie was mit zum Thema Optionen gemacht haben, ne, bleibt auf jeden Fall diesem Kanal treu. Wir hauen ja jetzt nicht permanent Videos raus, aber wenn was kommt, könnt ihr immer sicher sein, sind gute Sachen. Und deswegen bleibt in diesem Kanal abonniert. Wenn ihr noch nie was mit Optionen zu tun hattet, ne, dann schaut euch mal das Thema Optionen näher an. Ihr habt ein paar Bücher unten drunter, die ihr euch mal anschauen könnt. Ansonsten natürlich auch einfach mit uns sprechen, Jens Rabe Academy. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.